Es ist der 24. Juli. Und wir versuchen uns heute am Boss. Ah, wir haben den Auftrag, einen Boss zu legen. In der Stadt. Oh, natürlich habe ich wieder keinen Hubschrauber bekommen. Ich muss mir unbedingt die Support Edition kaufen. Ich glaube, dann lüftet vielleicht besser. So, wir machen mal eine kurze Besprechung. Ja? Also wir haben eigentlich zwei Aufträge. Und die sind beide eine echt harte Nummer. Weil wir müssen einmal hier in die Market-Halle. Da ist der Boss wohl drin. Und dann müssen wir theoretisch, ich glaube hier oder hier hin. Ich glaube hier war das. In Containerbergen. Alles ist massiv besetzt von Wachen. Eigentlich wollte ich das mit meinem Bruder machen, aber der lässt mir immer im Stich. Ja, das ist der alte Hodenhänger. Und deshalb müssen wir das jetzt hier alleine irgendwie klären. Ja, was haben wir denn hier? Single Fire. Ja, Single Fire. Krass. Warum ist das so leer hier? Aber einer wohl schon. Irgendwer hat das doch schon gesehen. Oh! Alter! Ich wusste nicht, dass die hier drin sein können. Jetzt war die so sonderbar. Ich erwarte immer, dass die komplett aufgehen irgendwie, aber... Na gut, okay Leute. Dann lasst uns hier mal kurz in die Kisten gucken. Das ist ja immer nur so eine Sache, das sollte man schon mitnehmen. Wieder eine Mosin. Eine SKS mit zwei Magazinen. Kann man, glaube ich, mal machen. Im Notfall. Oh, mit einem Helm. Oh, noch mehr. Warte mal, meine Weste ist ein bisschen... Ah ja, aber auch nur ganz leicht angeschossen. Jetzt kann ich eigentlich die SKS, also die da nicht. Wie machen wir das geschickt? Den Krempel, den ich nicht sofort brauche. So. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen mehr Platz. So, Weste bleibt zurück. Okay. Noch mehr Schmerzmittel ist Quatsch. Ich habe sogar das Glück gehabt und konnte... eine Granate finden bei einem Erschossenen gleich zum Anfang. Ich musste ja, wie gesagt, laufen. Und da ist mir einer über den Weg gelatscht und dem konnte ich eine Granate aus der Tasche ziehen. So. Na komm, dann mache ich hier dich auch gleich nochmal leer. Ah, haben wir ein bisschen weit. Ich habe Angst, dass das echt wild wird, ne? Ich habe mir das ja in einem Video angeguckt. Und da war echt dolle Betrieb. Ich habe auch eine Pistole gefunden. So ein bisschen Backup ist ja doch ein ganz sehr geiles Gefühl. Weil man ist tatsächlich schon so ein, zwei Mal in so Situationen gewesen, wo man sich dachte, oh nee, wenn ich jetzt nachlade, dann pushen sie mich. Also Pistole manchmal doch eine gute Möglichkeit. Oh.
Mal ganz kurz unseren Weg planen. Alter, lauf, Brudi! Das ist nicht gut. Ja, wir kümmern uns. Okay. Erstmal die Blutung. Ah, ist schon vorbei. Hat die sich von alleine gelöst? Das saß aber sehr locker. Okay, kacke. Oh, das ist jetzt so schnell, so blöd aus der Kontrolle geraten. Unten ist Bewegung. Oh. Oh, war ja dann gerade so geil auf uns, Alter. Wie er hier hochgehottet kam. Kann man hier ranpassen? Nee. Manchmal wünschte ich mir eine Taschenlampe. Uiuiui. Er bringt der Richtige mit hier. Ja, ich nasche den Tofu weg. So. Okay. Die muss hier im Gürtel bleiben, sonst kann ich die nicht nutzen. Ah, Mann. Ich hab überhaupt keinen Bock, ne? Oh, was ist denn? Da ist einer verwundet von den Affen. So, da hinten ist der Markt. Ja, habt ihr gesehen, wie der Penner durch den Busch geballert hat? Scheiße. Maschendrado. Und ich will hier nie rüberspringen. Ey, ist... Oh, ist halt auch doof, dass nicht ein anderer
in der Stadt ist. Nicht einer. Ich weiß gerade nicht so richtig, wie das angehen soll. Da hinten stehen welche, aber die werden wohl nicht heiß sein auf uns. Boah, mal so das Gefühl, dass da oben eh, ne? Also da schon eben hinzustellen, das wäre schon so bitter, ne? Da haben wir schon eben. Bisschen meine Bude sichern. Oh, bist du immer die Beine in der Hand, ne? Steht da echt noch. Immer voll halten, wenn geht. Ich hab Bewegungs links. Da hinten kommt auch wieder eine Schissen. Er ist halt so weit weg, ne? Eine richtige Optik wäre so geil. In der Luft durch den Fluss. Scheiße. Kannst halt nicht. Wenn du das nicht gleich richtig machst. Kannst du nicht anlegen. Schöner Hinterhof, ey. Ey, wir werden das hier so lange festspielen. Ich sag's euch. Oh, fuck.
Wie schnell die Munition auch weg ist. Oh, er hat die durchgeschossen, der Wichser. Alter. Einen normalen Verband. Alter, erinnert durch das Blechdings geschossen? Ich habe das Gefühl, die treffen durch diese Hindernisse besser, als wenn die freie Bahn haben. Steht ihr, ne? Der mich erwischt? Oh, jetzt müssen wir langsam zusehen, dass wir nochmal irgendwie in die Taschen leer machen. Versorgen wir jetzt schon unser außer Atem sein. Doch brauche ich nicht mehr. Ich nehme nur deine restlichen Schüsse mit. Ey, na will ich mal. Wir waren ja bloß jetzt nebenan so ein bisschen spielen, ja? Eine neue Nachricht? Ah, dieses ist echt bitter, dass sie alle schon so weit sind, dass die irgendwo in den Umländern sich rumtreiben, ne? Und nicht einer hier. War mir sehr sicher, hier ihn am Fluss gehört zu haben. Aber vielleicht hat er ein bisschen Schlüpper gewaschen. Und ist dann wieder los. Oh, mir juckt gerade brutal die Nase.
Frag mir halt gerade, wie man am coolsten auf diesen Markt kommt. Überall in der hier in so einer Bananenbude stehen. Und die so locker wegmachen. Oh, Alter! What are you doing here? Ist mein Plan, euch abzu... Alter, das war der Boss? Alter, hier können die auch durch. Wow. Ich will ja wenigstens an den Boss ran. Mal ein bisschen gucken, was er dabei hat. Vor allem ist bestimmt in dem Gebäude. Ist bestimmt eine Kiste. Habe ich jetzt Support hier oder was? Ja, einer turnt hier rum. Oh, ist genau auf der anderen Seite des Markets. Das ist der Typ. Also unser Mann. Oder auch nicht? Alter, das war richtig nah. Alter, er hat hier einfach ihn abgeknallt. Die sind hier an mir vorbeigeflogen. Es ist cool, dass er zufällig hier ist.
Ey, ist das ein geiler Zufall, dass er rauskam, ne? Doppelpunkt. Habe ich zwar schon auf, aber die ist halt lässig. Und eine Cola. Ja, komm. Einfach nur, weil sie ihm hört. Ja, ich weiß nicht, kann ich jetzt noch was erwarten oder macht das Sinn, sie zu verpissen? Ich meine, der Quest ist sowieso erfüllt, ja? Davon mal ab. Selbst wenn wir jetzt sterben. Ey, die haben voll viele Granaten bei jetzt. Ja, komm mal, wir müssen uns mal ein bisschen umgucken. Ich habe den Ort noch nicht entdeckt. Also du kannst den ja noch richtig, da kriegst du noch Erfahrungspunkte für. Ey, die Doyani, ey. Entschuldigung. Da hinten ist noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Wo ist mein Kollege? Nicht, dass ich mich gleich erschrecke. Oh, wie? Der ist bestimmt nicht weggeflogen, Alter. Ist der hier verreckt? Schon ist meine Sicherheit weg. Okay. Naja, so Standardzeug, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass halt im Zentrum, da ist ja noch eine Lagerhalle, bin ich der Meinung. Genau, dieses Riesending. Und da ist der eigentlich drin, der Typ. Ah, da vorne ist das Tor, wo wir immer vorbeilaufen sind. In anderen Folgen. Ah, da sind die Erfahrungspunkte. Hier hat er ihn abgeknallt. Ich glaube nicht, dass hier was ist. Ist halt mies gefährlich, ne? Die können auch in den oberen Rängen stehen. Und sich ganz alleine hier rein. Kann er denn nicht einfach verschwinden, der Typ? Wisst ihr, wie schnell soll er von der Bildfläche verschwunden sein dann? Das ist ein Gürtel.
Ich weiß halt nicht, wie die drauf sind, ob die auch in Ecken stehen. Ich will die im Feuer. Kein Ton gesagt. Wie das poltert, Alter. Hier liegen überall nur diese Sacktaschen rum. Diese keimieren Bauchtaschen. Nur Scheiße. Und dafür hier sein Leben. Ach, die ist verschlossen. Son of the Beach. Die haben den bestimmt erwischt. Wie schlafen die? Okay, lass uns die. Wen haben wir da kurz durchsuchen? Weil hier die Kisten, die können wir nicht anpacken. Obwohl wir verdient hätten, ne? Ist er wiedergekommen? Ja, sind wir zwei im Land. Na los, ihr Helden. Spuck mal was aus. Ich weiß ja nicht, ob er dafür einen Schlüssel gibt, aber ich tippe einfach mal drauf. Aber Tofu kriegt die Tür nicht auf. Ich verpiss mir jetzt hier. Und mein Plan ist es, in die Richtung zu machen, wo die Dudes draußen unterwegs sind. Oh, guck mal, hier Lichter. Der ist bestimmt gerade auf dem Weg, hier seinen Körper zu bergen. Ja. Da war der noch, ne? Der Dune Rider. Diesmal hat er McLean mitgebracht. Na los, dann hauen wir ab. Unser Mann. McLean, Alter. Hab ich mir erschrocken. Na, er kam wohl fast nackig hier an, ja? So, Leute. Ab hier trennen sie unsere Wege. Negative. All birds are in the air. Ihr habt's gehört. Mir will keiner abholen. Ich muss alleine aus der Scheiße finden. Aber ich warte diesmal, bis die Hubschrauber kommt. Ja. Sonst trete ich einen Streik. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann müssen wir einen Behälter bergen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Haut rein.